Auf dem gleichen Track machst du aber auch den Sack zu mit Flair dann endgültig. Shoutouts an Flair. Richtig. Einmal ein für alle Mal abgehakt. Hatte die Kontakt eigentlich mittlerweile? Persönlichen Kontakt? Nein, wir haben es immer noch nicht getroffen. Mhm. Aber das wird bestimmt in der Zukunft passieren. Ja. Hat er sich vielleicht im Gegensatz zu allen anderen Leuten, mit denen du nicht cool bist, so einen Respekt bei dir erarbeitet, weil er sich auch dem gestellt hat, weil er geantwortet hat ein paar Mal sogar und weil er irgendwie auch gestanden aus der Sache immer noch rausgegangen ist? Hast du dich vielleicht sogar gewundert dann? Erstens mal, Flair hat immer für sich selber gesprochen und sich nicht von anderen sagen lassen, was er zu sagen hat, was Beef angeht. Mhm. Er hat sich seine eigene Meinung gebildet. Das respektiere ich grundsätzlich schon mal. Ja. Und wenn einer seine Meinung ändert und die Größe hat, sich für Dinge zu entschuldigen, dann zeugt das von menschlicher Stärke und dann ist das auch ein Mensch, den ich respektieren kann. Mhm. Das ist die Grundlage. Ja. So wie ich das auch kann. Ich habe mich auch bei Zilla entschuldigt, dass ich seine Mutter lyrisch durchs Wohnzimmer, ne, wissen wir alle. Mhm. Auch bei Flair gibt es Dinge, für die ich mich entschuldige, was zu weit geht auch. Mhm. Auch im Battle-Rap-Rahmen, wo es ins Familiäre geht. Da habe ich auch die Größe, mich für zu entschuldigen. Ja.